Gut für euch, dass ich gehe, liebe Gemeinde. Es ist die Zeit des Abschiedes, wenn jemand so einen Satz sagt. Natürlich tut es jedem gut, wenn den anderen der Abschied nicht leicht fällt. Aber wenn es zu schwer wird, sucht man nach tröstenden Worten und nach einer Aussicht, wie es wieder weitergehen kann. Der Kummer soll nicht zu groß werden. Wir sehen es ja ein, sagen wir, wenn jemand in Ruhestand geht oder vielleicht in die alte Heimat zurückkehrt. Oder er hat eine berufliche Veränderung vor. Gut für dich, wir gönnen es dir. Es fällt uns schwer, Abschied zu nehmen. Wir sind Freunde geworden, haben uns an das gute Miteinander gewöhnt und wir können es uns gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne den anderen weitergehen soll. Hätte er nicht bleiben können? Geht es uns durch den Kopf? Warum nur musste er gehen? Das ist unser Thema in den Tagen nach Himmelfahrt. Wie kann es weitergehen, wenn Jesus geht und seine Jünger zurücklässt? Kann es überhaupt weitergehen und wie? Die Freunde von Jesus sind doch immer noch ständig auf Hilfe angewiesen. Was können sie denn ohne ihn schaffen? In diese völlig unvorstellbare Zukunft sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Was uns als schweres Ende erscheint, ist in Wahrheit ein neuer Anfang, der die Geschichte von Jesus fortsetzt. Damit wir das nicht missverstehen: Der Tröster ist kein Ersatz-Jesus. Er hat keine Gestalt wie ein Mensch. Er ist nicht Nachfolger oder Stellvertreter von Jesus, der jetzt an seiner Stelle mit den Jüngern weiter durch die Lande zieht. Modern gesprochen, aus einer Zentrale heraus die Bewegung führt. Nein, diese Zeit ist vorbei. Genau wie Jesus, der Messias, schon lange angekündigt war, so ist auch der, den Jesus senden wird, schon lange zuvor angekündigt. Es ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Von ihm steht schon im Alten Testament in Hesekiel 36: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ihr versteht, durch diesen Geist sind wir getröstet. Wir sind nicht allein. Wir haben einen Beistand und Fürsprecher, so wird er auch genannt. Er wird in uns die Liebe und das Verständnis für Gottes Willen wachsen lassen. Der Glaube wird keine lästige Pflicht sein. Er ist eine lebendige Herzensbeziehung zu unserem Gott. Darauf freut sich Jesus. Keiner bleibt alleine. Jeder von uns wird selbstständiger im Glauben. Das geht nur durch den Heiligen Geist und die neue Gemeinschaft, die er formt. Ich kann Jesu Freude verstehen. Er will keine Nachfolger, die auf einer Checkliste religiöse Glaubenspflichten abhaken. Nein, er will Menschen, die vom Glauben berührt sind und bewegt, die mit brennenden Herzen die Liebe zu Gott leben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und wenn wir davon nichts spüren, wenn uns Gottes Welt und Wille kalt erscheint und uns nicht berührt, dürfen wir darum bitten, dass er in uns die Liebe Gottes weckt und spüren lässt. Unterschätzen wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht. Er will uns ehrlich machen vor Gott. Denn er ist ein Geist der Wahrheit, der uns in aller Wahrheit leiten will. Das heißt aber auch, dass er an uns wirkt. Er wird uns verändern und auch reinigen, uns die manchmal schmerzhafte Wahrheit über uns selbst zeigen, damit wir vom Herzen her beständig erneuert werden. Wie eben ein lebendiger Organismus sich immer erneuert, im Gegensatz zu einem versteinerten Klumpen. Ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn ich sende euch den Tröster, den Beistand und euren Fürsprecher vor Gott, den Heiligen Geist. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Jesus, du bist der Menschensohn. Als Retter und Richter dieser Welt sitzt du auf dem Thron, den Gott dir gegeben hat. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, damit wir nicht alleine sind mit den Fragen und Sorgen unseres Lebens, mit dem, was uns überfordert und bedrückt, mit unserer Schuld und dem, was uns bindet. Heiliger Geist, stehe uns bei. Wir wollen Gottes Wege mit uns immer besser verstehen. Wir wollen deinen Trost weitersagen an die, die sich danach sehnen. Berühre unser Herz, dass es voller Leben und Liebe für dich und für die Menschen schlägt. Dass dein Frieden in uns einzieht und wir anderen beistehen können. Vater im Himmel, wir danken dir für unser Leben und für das Heil, das du uns schenkst. Wir danken dir und loben deinen Namen für alles Gute, das du uns gegeben hast und immer noch gibst. Auch mitten in großen Herausforderungen und im Leid geben wir dir die Ehre, denn wir wissen, du lässt uns nicht allein. Öffne unsere Augen, Herzen und Hände für die Menschen, die in noch größeren Nöten sind. Segne unser Tun und unser Lassen. Amen. Gemeinsam beten wir, wie unser Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.